it's wrong, it's not a crime. Ich freue mich drauf. Wird geil. Vor allem mal wieder mit ein paar neuen Jungs dabei. Das wird schön. Das wird gut. Ah, Dizzy, du bist im Discord gemutet. Ich weiß. Damit, ja, damit wir nicht doppelt reden wegen Teamspeak. Ah. So, bin wieder da. BB. Falls ihr Pitwall haben wollt, das ist Paul Lord. Der gute Scheim ist mit auf dem Server, dann gibt's da Pitwall für euch, falls ihr es braucht. Ich soll dir von Niklas Huhm sagen, leichter Regen sind meist 26 hoch in den Drücken. Hab ich auch so eingetragen, das Ding ist halt, es wird mehr Regen. Ich würde, glaube ich, einfach 27 niedrig mal machen. Ich mach mal 27,2. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem und Sinne sage ich jetzt hinweg. Tschüss, raus, peace. Jetzt ist zwar sehr leichter Regen, das stimmt, das ist auch schmierig noch. Die Zedigel, viel Erfolg heute, die Zelo. Danke, Lubo. Lubo meine ich. Which Hamster, moin. Basti, brauchst du irgendwelche Ansagen beim Start? Also wie hättest du es gerne? Nee, ich glaube, das passt soweit. Okay, also möchtest du lieber, okay. Wenn du Timings oder sonst was brauchst, ich bin die ganze Zeit da. Also wenn ich nicht schlafe, hey, kannst Junge, du ich hab die immer rein. Mit den Jungs, ja. Alter. So, ist das bei Greasy? Oder? Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Achso, ich sollte hier nochmal aufregen lassen gehen. Fight 1337. Niedrige Drücke bringen oder Drücke bringen ja nichts, wenn... Niklas Huben. Dann gehe ich auf 26. Ich freue mich jedes Mal über eine 10er-Bombe. Jedes Mal. Und das wird sich auch eine ganze Weile nicht ändern. Gleich geht's los. Partner, dankeschön für 10 Monate, Maga. Und Fight, dankeschön, dass du Niklas ein zugesteckt hast. Welche Bremskühlung bist du gefahren, Flo? Twitch Prime is not a crime. Okay, wir fahren ein bisschen mehr, dann würde ich einfach wieder... Renne. Also Strecke ist jetzt Stamp schon. Dann bleibe ich bei 27. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich... Und es wird kontinuierlich mehr. Ja, warte mal, wir haben hier... Bei Regen, Dämpf, ja. Ah, ich habe keine Ahnung, egal. Deutschland Cliff Gain 26,9 ist jetzt eingetragen. Haben ja auch ein bisschen Verkehr. Die Zewigel, die Zewigel, die Zewigel. Und by the way, auch nochmal danke an die ganzen neuen Follows. Ich komme da nicht ganz hinterher oder kann das nicht alles jetzt mitlesen, aber... Mega nice. Danke an euch alle. So, 26,9, 150 Liter Regen, mehr kann eigentlich nicht schief gehen. Stuhlsen giftet A-Tier 1 Sub 2 Texo. Und ladet, danke. They have given 117 Gift Subs in the channel. Ist das Licht angemacht? Oh. Ja, sogar Regenlicht am Start. So muss natürlich. Ey Junge, ich hab die Schnauze voll hier mit den Jungs, Alter. Okay, Chat, let's go. Was sind denn die Regeln in der Einführungsrunde? Ich hab hier kein Head-Up-Display oder nix. Nee, einfach ganz normal Einführungsrunde. Du gibst Ton an. Okay, Doppelfeil, dann mit Ansage und welche Geschwindigkeit? 70. 70, okay. Und... Schieß halt einfach fucking Say regnet. Hello to my little friend. Oh, geil, ey. Ich sag gleich danke, Chat, okay? Lass mal erstmal kurz durchstarten hier. Danke an euch alle. Ja, mir bringt tatsächlich keinen Stint-Timer. Nee, es gibt keinen, oder? Ja, dann fahr ich mir zwei einfach. Das kann man im Regen easy machen. Wollte ich gerade sagen. Dann lass uns das ausreizen, sollen wir können, oder? Ja. Auf jeden Fall. Ey Junge, ich hab die Schnauze voll hier mit den Jungs, Alter. Dann sollten wir vielleicht sogar überlegen, tatsächlich Map 2 zu fahren, wenn es die Situation zulässt. Das heißt, wenn wir nicht zurückfallen dadurch. Ja. Ja, oder sonst halt wechseln, aber kann man ja nach Situation dann schauen. Ja.
Map 2 zu Map 1 ist halt auch nochmal fast ein halber Liter oder sowas. Das ist halt schon recht viel. Ich habe auch gerade mal geguckt, wenn man so ein bisschen wechselt und Sektor 1 ist quasi Hairpin, also Sektor 2 auch noch mit. Map 2 fährt und dann die langen Gerade Richtung Spoon 130 R hin und statt Ziel in Map 1 fährt, dann kommen wir 70 Minuten weit. Das ist eigentlich ganz in Ordnung. Ja. Hier schon Doppelfeier? Ja, Aufstellung. Das, nein, das wird normal angesagt, ne? Ja. Eben deswegen. Wir fahren nur alle so versetzt. Ey Junge, ich hab die Schnauze voll hier mit dem. Mal was Doublefire ja, ist hier kurz vor 100 Meter. Ja. Ey Junge, ich hab die Schnauze voll hier mit den Jungs, Alter. Ach, Xentral. Perfekt. Naja, wir haben 24 Stunden Zeit, um zu lernen, wie man bei Regen fährt. Ja, das stimmt. Wir werden, reichen, ja. Wir werden viel Zeit haben, denke ich. Es könnte 24 Stunden Regen werden. Ja gut, es gibt Leute, die lachen darüber, aber bei uns beiden ist das absolut realistisch. Ja, und was noch viel schlimmer ist, wir freuen uns auch noch auf die Scheiße. Ja, ich meine, der Wagen geht ja gut. Ich hab die Schnauze voll eigentlich. Hier mit den Jungs, Alter. Hattest du nicht, Dizzy, hattest du nicht gesagt, nach dem letzten 24er Suzuka nie wieder Regen? Nee, nur Monsun nicht. Regen ist okay, also, okay. Nur Monsun nicht. Ich bin ja, wir sind ja Monsun gefahren. Naja, nachts war ordentlich nass, ja. Mhm. Das war eher Schwimmen als Fahren. Alright, ladies and gentlemen. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, Basti. Durch die erste Runde, Chen. Let's go. Sehr schön. Sauber. So, ich rede dann wieder hier. Kann in Ruhe fahren. Nice, schöner Start. Ich denke mal, Basti müssen wir nicht so viel Vollquark nebenbei. Der wird jetzt sein Rennen fahren. Ja. Ich bin mal gespannt. Das könnte jetzt interessant werden. Der erste Stint, weil Robin im Regen ist Maschine mit dem ersten. Ja, ich weiß. Wollte ich eigentlich Basti noch sagen, aber. Na. Wir haben aber keine Stintlänge. Stintlänge gibt's nicht. Steht, ist nicht vorgegeben vom Rennen. Also können wir ausfahren. Das gibt natürlich wieder noch mehr taktische Möglichkeiten dann, ne? Mal gucken. Aber danke, Christel. Also so weit sind wir ja auch gewesen. Was denn? Nee, ich muss gerade laden. Ihr habt immer im Chat gemeint, oh, nice, ihr seid ja immer noch P1, krass. Nach 2 Minuten. 2 Minuten drin. Wow. Nee, 1 Minute und 2, so cool, dass ihr so lange P1 seid. Nice. Warum nur 25 Teilnehmer? Es sind 31 Teilnehmer. Wir fahren Multiclass. Die 25 sind nur GT3-Autos und dann gibt's noch 6 weitere und das sind GT4. Die Drücke sind noch recht hoch, aber ich glaube, das passt über den Stint hinweg. Was hast du jetzt? 31 niedrig. Ja, das wird der feucht, ich denke, es geht nochmal runter. Ja. Jetzt werden die noch auch leicht warm.
Twitch Prime is not a crime. Jal, dankeschön für 7 Monate. Ragnar, dankeschön für 10. Eriksson, dankeschön für 10 Subs. Scobdini und dankeschön für 10 Subs. Floyd, dankeschön für 10 Subs. Davelli, dankeschön für 5 Subs. Ripper Joe, dankeschön für 47. Charinator, dankeschön für 5 Subs. Cybercopa, dankeschön für 14. Stuhlsen, danke, dass du Texo einen zugesteckt hast. Error, dankeschön für 1000 Bits. Maga, Spreewaldgurke, dankeschön für 5. Rosebecker, dankeschön für 10. Fight, dankeschön, dass du Niklas einen zugeschickt hast. Vielen, vielen Dank, Leute. Say hello to my little friend. Wir müssen nicht zwingend Map 2 fahren. Weder. Lass mal, ich glaube, also ich möchte mal behaupten, dass Basti genug Erfahrung mit Benzer hat und weiß, was er da macht. Er möchte sich, glaube ich, erstmal absetzen. Also wir können so oder so Map 1 durchfahren. Map 2 wäre nur Mittel zum Zweck quasi. Eriksson, dankeschön für 5 Subs, Bagger. Die halt einfach schon fast 2 Sekunden weg ist. The fuck. Moin, so ein Kosseba. Bei Sauerkraut, Kieler. Wenn er da nicht mehr da ist, dann. Also, ich glaube, in der Farbe gibt es den nicht mehr. Automatische Bildschirmsperre. Danke. Ja, das ist das Mikrofon, was vor den Kurven quietscht. Wie immer, in jedem Endurance-Rennen ist es nur das Mikrofon, was quietscht. Das weiß doch jeder. Das muss so. Das muss so, ja. Viel Erfolg beim Rennen und allen heute viel Spaß. Dankeschön. Zeif. Ich bin echt gespannt, ob Herr Scheiben das alleine fährt heute. Er hat es zumindest mal angekündigt. Hat er nicht sogar ein Rennen auf jeden Fall schon mal in 24er komplett alleine gefahren? Ja. Ich glaube, das war sogar... Nee, Silverstone war das, glaube ich. Der ist ja 24 Stunden alleine gefahren. Wetter aus. Ach, es wird noch mehr. Hm. Ja. Gut, schön. Wird erstmal mehr. Ich hoffe, ihr habt alle eure Regenschirme mit, Chat. Für das ganze Rennen.
Habe ich vergessen? Schade. Chat, warum holt ihr Regenschirme raus jetzt? Und wenn jemand einen Regenschirm nicht hat, dann leiht ihm den Regenschirm. Oder lasst ihn mit drunter stehen. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubidu. Dizimo et al Dicey 7. Glocke, moin, danke für 33. Basti liegt gut vor, würde ich sagen. Ja. Dann wirkt das sehr, sehr souverän, ja. Sieht vor allem sehr kontrolliert aus, was er da macht. Ja, richtig, Evo. Das ist der Remo, der sich gestern beim Horrorspielen die Hose gemacht hat, ja. Wer ist das? Dezent. Dezent. Ich habe mitgekriegt, ich habe anscheinend noch das einfache Kapitel gespielt. Sehr gut. Ja. Discord ist heute echt eine Katastrophe. Bei mir. Ich hatte vorhin auch schon Autotune-Modus. Ja, ich auch. Ich habe schon zweimal neu gestartet. Es muss immer eine Kleinigkeit sein. Remo war gestern beim Qualifying gar nicht da, dunkle Rune. Remo ist gestern Nesca gefahren. Yes. Nee. Hat sich leider überschnitten. Welches Emote fehlt denn, Octagon? Nee, wir brauchen kein Regenschirm-Emote. Obwohl, doch, das PP-Emote mit dem Regenschirm könnten wir eigentlich noch klauen, das stimmt. Aber wir haben keine Dings hier. Wir haben leider keine animierten Emote-Slots mehr frei. Und wir haben auch so keine Emote-Slots mehr frei. Also nur noch die für T2 und 3. Der geht aber auch über das Curb rüber, ne? Als wenn das ein scheiß Geländewagen ist. Ja, dann es versetzt den auch null irgendwie. Er traut sich auch innen beim Beschleunigen über den Körper zu fahren. Komm mal an. Steht doch Mercedes drauf. Ist das keine G-Klasse? Natürlich ist das ein G-Wagon. Das sieht doch jeder. Interessant, den GT4 führt Axel oder KTM? Strong. Junge, 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 haut der einen in die Pelle, Junge. Was eilig. Wobei es relativ eng ist da vorne. Du bist P4, 7 Sekunden. Wir sind 13 Minuten drin, Boris. 13. Ich muss das jetzt mal fragen. Ist Boris, also heißt du wirklich Boris oder ist das die Abkürzung für Borislav? Nee, ich heiße wirklich Boris, ja. Okay. Es gibt ja auch Leute, die heißen Borislav. Ich bin ja auch kein Russe, obwohl das viele glauben. Borislav ist bulgarisch. Das kommt aus Bulgarien. Ah, okay.
wusste ich gar nicht. Mhm. Aber nee, mein Name ist tatsächlich einfach nur Boris. Ich wurde genau zu der Zeit geboren, als Boris Becker gerade so erfolgreich war. Hm. Ach so. Ja. Ich dachte, Jelzin. Ich meine, hätte ja sein können. Der kam danach erst. Als ich geboren wurde, war, glaube ich, Gorbi noch hier in Russland. Gorbatschow. Ja, wie alt bist du jetzt? 41? 42. 42? Das könnte noch hinkommen, ja. Das könnte mit Gorbi noch hinkommen, ja. Wobei meine Eltern behaupten, es hatte nichts mit Boris Becker zu tun. Aber irgendwie glaube ich das nicht. Wurde weil mein Vater war ein riesen Boris Becker-Fan. Also ja, vielleicht wurde es dir ja auch im Schrank gemacht, man weiß es nicht. Ja, wirklich. Besenkammer, ab geht's. Da war noch Khrushchev? Oh, okay. Dann kam Boris danach, oder? Nach Khrushchev? Ja. Also ich sag mal, der erste Russland-Präsident, an den ich mich erinnern kann, war Gorbatschow. Nee, Khrushchev kenne ich auch noch. Khrushchev? Jelzin war doch auch, oder? Warte mal, Jelzin? Jelzin kam, glaube ich, danach? Wie lange ist Putin im Amt? Weil och, zu ich kenne nur gefühlt Putin. Schon seit 100 Jahren. Ja, wollte ich gerade sagen, schon gefühlt 100 Jahre. Der kam, also Putin war direkt nach Jelzin. Ja, Jelzin war 90, genau, Jelzin. Ja. Das war in welchem Jahr? 90. Ach, 1990? Ja. Das heißt, Putin ist 9 Jahre vor meiner Geburt schon ins Amt getreten. Perfekt. Putin ist schon ewig im Amt. Seit 2000 ist Putin im Amt. 21 fucking Jahre. Also. Okay, dann ist er zumindest, da habe ich noch in die. Da durfte ich schon in die Windeln pupen, als er eingetreten ist. Auch gut. Jetzt brauchst du nur durch Edeka laufen, da findest du alle russischen Präsidenten als Wodka. Wow. Da ist was dran. Aha, Brezhnev, Gorbi, Jelzin, Putin. Und dann ist da noch Tschernenko war da. War Tschernenko davor? Tschernenko. Ist Regenskorb und die Cuts sind sehr flexibel. Remo hört sich eher an wie 40. Remo ist für sein Alter echt schon ganz schön reif, muss man sagen, ja. Ich bin ein 50-Jähriger gefangen in einem 22-jährigen Körper. Ich muss feiern gehen, ich muss solchen Stuff machen, ich fühle mich falsch. Ich fühle mich falsch. Da kommen die ersten GT4 nach 17 Minuten. Okay. Oh, die beiden Bimser. Oh oh. Oh oh. Es sind die beiden Bimser. Oh. Die Jungs mit dem Maßenblinker. Oh, die sind wirklich wild. Schau mal auf die Warnblinker an. Sind das die EAN? Ja, sind sie, ne? Ja, das sind die. Aber schön, dass sie so im Duett fahren. Das ja, auch perfekt im Paarflug. Ja, das ist halt mega cool. Nee, noch sind die aus. Der BMW, der GT4 BMW, der klingt so fürchterlich hier in ACC. Die klingen alle fürchterlich, die Wagen. Die GT4s. Hier, der Camaro klingt eigentlich noch ganz fresh. Der Camaro klingt cool, ja, der Aston auch, weil der klingt eigentlich wie der GT3, der AMG auch, aber der Rest. Genau, der Aston GT4 und AMG GT4 haben ja denselben Motor wie genau, der Aston GT3. Also, das ist eigentlich der kleinere Mercedes-Benz-Motor. Nice, ich höre nicht mehr.
Weißt du, hörst nichts mehr? Hallo? Boris? Hallo? Hallo, Boris? Wir hören dich noch. Wenn ich da nochmal einen Bremsen-Einlenkpunkt finden würde, dann wäre ich glücklich. Boris. Ich glaube, da hat mir eben richtig gut, der Schäfer hat richtig verloren. Ich glaube, da muss der in den SS vorbei. Hat sich gemutet. Puh, eben hat meine Soundkarte gerade einen Abgang gemacht. Oh, jetzt, wir hören dich. Hallo? Hörst du uns? Ja, ich höre euch. Okay. Hör euch. Ah, okay. Einmal USB raus, wieder rein. Läuft. USB-Soundkarten. Yikes. Ich habe eine externe M-Audio. Ah. Aber die ist irgendwie, ja. Nicht so prall. Wie ganz ruhig. Habt ihr keins gemacht? Nee, Dublone, warum? USB-Soundkarten haben absolute Daseinsberechtigung, Maga. Frag mal Mac-Besitzer. Ja. Ich bin einer davon. Ja, es regnet. Aber es, weißt du, das Gute ist, es hat gleich zum Start geregnet. Also sofort. Wir sind schon im Regen losgefahren. Das war ja noch Glück im Unglück sozusagen. Ja. Twitch Prime ist... Moin, was geht an der Kuchenfront? Ey, Pico, heute... Da hinten schon 5 Sekunden. Nice. Kuchen gab's heute schon mit Mittagessen. Heute gab's Pfirsich-Eierschecke. Weiß ich nicht, ob es einen Unfall gab. Keine Ahnung. Ich achte da nicht drauf. Ich gucke immer nur auf unser Auto. Der darüber jietet immer, meine Fresse. Ja, der ballert den Curb weg, ey. Die Kurve wird extra noch umgebaut für Basti nach dem Rennen. Ja, es gab käsige Eierschecker heute, ja. Kennt ihr das, wenn ihr eure Powerbank ans Handy anschließt und eure Powerbank nicht mal ein Handy laden kann, weil die zu klein ist, weil der Handy-Akku mittlerweile so groß ist? Witzig. Ich habe hier so eine ganz kleine, ich weiß gar nicht, wie viel das Ding hat. Also hier so eine für die Tasche. Mein Handy ist noch nicht mal ansatzweise voll, die Hälfte aus der Powerbank ist schon weg. Langsam werden die Drücke aber auch besser.
Ja, ich habe schon Sorgen gemacht. Gas geben, ne? Wollte ich gerade sagen, also das ist ja schon echt langsam, Basti, was du fährst gerade. Mhm. Da muss ich nachher erstmal René einen ganz langen Text schreiben. Nächstes Mal fragt ihr dann direkt nach Tobi, der Tauscher. Ja, wäre besser. Da lasse ich den Körb lieber sein, ne? Besser ist. Respekt, Abstand halten. Mhm. Jags Moinsen. Die habe ich auch, Dev, die großen. Jetzt weiß ich auch, warum es vorhin auf dem Teamtraining schon geregnet hat. Ich habe es schon geahnt. Wer fährt den zweiten? Beziehungsweise. Ich müsste. Dann Basti fährt das Doppelstint, dann. Fahr ich. Dann fährst du ein Doppelstint. Ja. Dann fährst du und dann fahr ich. Bin ich mal gespannt, wie lange es jetzt regnet. Ja, lange. Also, wenn du mit. Sehr lange. Wenn du mit Remo und mir fährst, dann regnet es sehr lange. Sehr, 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 sehr lange. Die Frage ist und ausgiebig vor allem. Richtig, du solltest eher die Frage stellen, ob es mal aufhört. Ob es aufhören wird. Ist nicht die Frage, wie lange, sondern hört es wirklich auf? Da könnte man eine Vorhersage für machen. Ja, Paul, du lachst. 24 Stunden Regen hatten wir in Suzuka schon. Noch gar nicht so lange her. Ja, Niklas, nächstes Jahr bin ich so schnell wie du. Ist kein Problem. Dann bist du der Azubi. Okay, wie der diesen Curb cuttet hier in der Schikane. Was machst du denn? Ach so, du meintest den, Nils. Ich komme immer durcheinander. Ich heiße ja auch Nils mit Vornamen. Sigi? Ja, Sigi heiße ich wirklich, ja. Ich lasse auch bald meinen Namen ändern. Es gibt halt Leute, die denken wirklich, dass ich Sigi Landis heiße. Die gibt's ja. Mhm. Aber ist das, der Name ist doch eigentlich so, der zieht sich doch schon seit Jahren durch deine Streams, oder? Du hast doch auch immer wieder, hast du nicht sogar Dingens hier, UFC und so mit Sigi Lentis gespielt? Ja, das ist auch mein alter Ego, ja. Ah, okay. Das war eigentlich mein Internetname. Ja, also, morgen, Schibi. Ich glaube, wenn wir das einen Monat durchziehen oder zwei, dann glauben Leute das wirklich. Ja. Bentley Vibes. Einmal wieder auf Gras bremsen. Nee, Manfred ist. Manfred ist Dave. Äh,
Weil das kein Cut ist? Mit der Schikane? Ja, gerade im Regen Cuts gibt's eigentlich fast nicht. Also da musst du nicht komplett übertreiben. Da musst du eigentlich die Schikane so, nö, fahr ich halt nicht mal drüber. Kann, ne? Was hat er jetzt gesagt? Man tut, was man kann, der unterhält sich mit Chat. Also. Die guten alten Sigiletten. Dir geht's gut, ne? Dir geht's gut. Nee, noch nicht, Pico. Aber ich wollte Mavix fragen, ob der Bock hat, mit mir das 12-Stunden-Misano-Rennen zu fahren. Nissan. Das ist immer gar nicht so einfach. Die meisten Leute haben ja ihre eigenen Rennen auch immer schon geplant, schon sehr lange voraus. Da gemeinsam einen Termin finden ist oft nicht so einfach. Ich glaube, da muss ich dich schon enttäuschen, weil Mavix fährt mit Van Dreuten und Naujoks das 12-Stunden-Misano. Wann ist denn das überhaupt? Wer veranstaltet das? 4.12. 11. Wir. 4.12. 4.12. Ja. Mavix und Herr Naujoks auf einem Auto. Okay. Ja, kann man mal machen, ne? Moin Moin Racing Team Oberwiese. Was erwarten Sie sich als Konkurrenz? Naja, gibt ja noch genug Leute, die auch schnell sind. Ne? Also ist ja jetzt nicht so, als wenn. Also das Feld wird sehr stark im Mesano. Da ist auch hier die Unicorns fahren ja auch mit. Dann haben wir Dalking mit Van Ommen. George Boothby fährt mit. Gregor Schill mit Samir Foch. Also da ist schon ein bisschen was geboten. Okay. Und wir fahren das an. Schön. Toll. Wenn's ja Paul Scheiben fährt, soweit wir wissen alleine, ja. Ja, das habe ich mir auch gerade gesagt, Sniper. Das Feld ist ultra stark. Lass mal Nissan fahren, Alter. Geile Idee. Mit Map 2 bin ich jetzt übrigens konstant bei einem Verbrauch von 3 Liter ungefähr glatt. Also das läuft echt gut. Ja, da kannst du doch ewig und 3 Tage dann fahren. Also locker 70 Minuten, oder? Ja. Das ist super. Wie viele Liter sind noch drin? Sag ich dir sofort. 70. Von? 120. Wobei ich am Anfang noch mehr Map 1 gefahren bin. Ja, easy. Ich habe nicht mal ein Team für das Rennen, Chat. Weil, also ich weiß nicht, ob Zentren mit mir fährt und Ava. Mal gucken. Michael, eigentlich wollte ich das mit Michael fahren, das fällt jetzt aber aus. Ich muss mal die beiden fragen. Also Dizzy, wenn du Fahrer brauchst, wir können da was deichsen mit unserem Team, mit BPR. Na klar. Bisher wusste ich von dem Rennen noch nichts. Ich schreibe gerade nebenbei schon meinen Jungs, wer hat Bock. Also wir können da gerne was zusammenbauen. Ja, ich muss erstmal. Also nee, ich möchte erstmal mein Team fragen. Weil das ist immer Vorrang. Aber wenn da, ne? Wir fahren Nissan übrigens. Oh. Oh! Oh, ich bin. Nee, wir haben Termine an dem Wochenende, geht leider nicht. Tut mir echt leid. Wichtige diplomatische Beziehung muss man an den Tag pflegen. Ja, sorry.
Nissan, ja, doch. Ja, Michel hat sich das gewünscht und da Michel jetzt krank geworden ist oder in Pflege ist, machen wir das zu Ehren von Michel und seiner Genesung. Der wird Michel bei dem Rennen einfach zugucken und die ganze Zeit lachen wahrscheinlich. Ja, Michel bräuchte halt in dem Moment so einen Steh-Rig. Michel wurde operiert, der hatte eine Zyste an der Hüfte. Der fällt jetzt erstmal ein paar Monate aus. Oh, klingt doof, aber jetzt muss ich tatsächlich absagen. Nee. Es liegt wirklich nicht am Nissan, aber wir haben an dem Tag schon selber einen 12 und zwei einen Monster. Mhm. Multiclass, da haben wir uns schon großzügig angemeldet. Ah ja. Ja, Xentrin und Ava, die werden schon fahren, denke ich. Das Problem ist halt nur, ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich Michel ersetzt kriege für all die anderen Rennen, bei denen wir beide angemeldet waren. Das wird ein bisschen wild. Wir waren nämlich, ich glaube, 10 Rennen angemeldet zusammen oder so. Und wieder die BMWs und wieder ein Pärchenflug. Die werden uns doch fast öfter begegnen. Mhm. Ich finde es halt faszinierend, dass beide zusammenfahren. Gut, Dizzy, was wir natürlich anbieten könnten, dass dann ein, zwei von unseren Fahrern einfach gleichzeitig die Rennen mitfahren. Nein, sowas mache ich nicht, Remo. Das habe ich einmal gemacht, das ist richtig kacke. Das ist nicht. Nee, überhaupt nicht. Halt, also ich fand es nicht mal schwierig. Ich habe das schon 2-3 Mal gemacht, sogar mit unterschiedlichen Klassen. Geht voll gut. Ja, geht, aber ist nicht so schön. Ich glaube, als GT4 hier mit 30 GT3 würde ich mich aber auch überhaupt nicht wohlfühlen. Mit Arne? Ja, mit Arne möchte ich auch nochmal fahren. Fahre ich lieber GT3 und guck, dass ich dann sauber irgendwo vorbeikomme. Jetzt, Leute, entspannt euch mal. Ich muss sowieso. Also, wir fahren. Erstmal ist Zentren und Ava Nummer 1. Entspannt euch mal. Elias, moin. Wir fahren das Rennen schon. Kriegen wir schon hin. Mit dem Nissan. Bei dem Fahrerfeld. Wird auf jeden Fall interessant. Mhm. Ne, Evo gibt keinen Stint-Timer. Jay könnte man wirklich mal fragen, ob der Lust hat wieder, ja, und Max. Das stimmt, das ist eine gute Idee. Ich habe Jay lange nicht mehr gefragt, vielleicht kommt es ja wieder in ihm hoch. Das ist eine gute Idee, Chat. Nach dem geplatzten 24-Stunden-Rennen. Sind jetzt dann so scheiße? Naja, man muss sehr viel machen. Damit. Der Nissan ist halt sehr gewöhnungsbedürftig, auch durch das Getriebe. Weil der viel kürzer übersetzt ist. Dass du fährst in der Regel eigentlich alle Kurven einen Gang höher als mit einem anderen GT3. Ach stimmt, Friendly Fire ist ja. Genau, Friendly Fire ist ja im Dezember. Da wird er keine Zeit haben. Ich fahre keine, Leute, ich fahre keine 12 Stunden alleine. Ich würde nicht mal 6 Stunden alleine fahren. Ich persönlich halte davon nicht sehr viel. Das ist gesundheitlich sehr schädigend. Fühle ich nicht, feiere ich nicht, gibt's bei mir nicht. Ich bin einmal ein Spa 6 Stunden Rennen alleine gefahren und ich mache das nie wieder. Ich habe das einmal probiert und dachte mir, nee, nicht nochmal. Also ich mach's vor allem nicht, weil mit meiner Wheelbase würde ich mir die Handgelenke effektiv kaputt machen. Das kommt noch dazu, ja. Also 4 Stunden ist auch. Also 4. Ja, 4,5 Stunden war das längste, was ich am Stück gefahren habe. Das habe ich mir Anfang des Jahres abgewöhnt.
hatte dann irgendwann überlegt, wirklich, also es war halt eine riesen Umgewöhnung, war halt mega nervig. Ich hatte mich immer voll gedrückt, aber es ist halt letztlich doch vorteilhaft, wenn man nur mit beiden Füßen fährt. Gar nicht mal wirklich in Bezug auf die Pace, sondern einfach, weil man im Verkehr dann auch besser reagieren kann und so. Man kann schneller von Gas auf Bremse wechseln. Macht das alles ein bisschen einfacher. Zwei Stunden, glaube ich. Yeet. Das war, glaube ich, der krasseste bis jetzt. Also wenn man sauber fahren möchte, ist es nach wie vor nicht sinnvoll, irgendwie das, die Pedale zu überlappen. Man bremst in die Kurve rein, man rollt und irgendwann geht man wieder aufs Gas. Aber wenn jemand vor dir irgendwie mitten am Scheitel mal kurz irgendwie verzögert oder so und du bist eigentlich schon auf dem Gas, dann hast du leider aber eine viel größere Reaktionszeit, wenn du dann den Fuß wechseln musst. Ja, Evo, das war schon fast Kurve auslassen, ja. Schikane? Sehe ich nicht. Ja, brauchen wir nicht. Fahren wir einfach drüber. Wird überbewertet. Ja. Kostet nur Zeit. Man muss es hier sicher nicht extra schwer machen. Man kann es ja auch gleich machen. Detective Daniel, wir können keinen Squad-Stream aufmachen, weil die anderen Leute kein Partner sind. Sonst hättest du den Squad-Stream gesehen. Punkt, Punkt, Punkt. Also ist ja nicht so, als wenn das nicht genutzt wird, das Feature. Und ich glaube, overall hat sich mein Trailbreaking dadurch dann auch verbessert, weil ich halt lange Zeit wirklich sehr, sehr fokussiert auf die Pedalarbeit war. Aber am Anfang, die ersten zwei Monate, wo ich das umgestellt hatte, das war... Danke an euch. Sehr belastend. Für euren Support und eure Unterstützung. Hatte ich null Gefühl. In diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubi. Prinz Hans, dankeschön für 4 Monate. Der fährt halt so geschmeidig, ne? Mhm. Marvin, die Vermutung liegt aktuell hoch, dass Schalm wieder alleine fährt, ja. Es hat, auf dem Auto sind zwar noch 2 Mates gemeldet, aber wissen nicht, ob die heute fahren. Das wird immer spitzer, Junge. Irgendwann lässt er die Kurve komplett aus. Ja, tastet sich langsam ran. Sag mal, möchtest du die Kurve eigentlich irgendwann komplett auslassen, Basti? Die Schikane meinst du? Ja, ja. Ja, ich arbeite noch dran. Ja, ich merke schon. Finde ich gut. Also das ist halt noch nicht mal ein Track-Limit. Man kriegt ja im Regen weniger Verwarnung bei Off-Tracks, aber das ist kein Track-Limit. Das ist vollkommen legal. Und mit der Fahrzeughöhe kannst du mit dem Benzer echt super rübergondeln. Mhm. Ja, gut aus. Okay, ich habe gerade eine offizielle Bestätigung bekommen, dass Schalm auf jeden Fall Solo fährt. Steht in seinem Streamtitel. Okay. Das, Na dann. Spaß beim Regen. Das ist, nee. Ich weiß gar nicht, was hat denn ich für eine Wheelbase? Trustmaster irgendwas. Weil mit zu viel Newtonmeter macht er dir wirklich alles kaputt. Ja. Ich würde es überlegen, müsste ich mich die 24 Stunden mit meinen 12 Newtonmeter fahren? Ach, ciao. Was hast du für eine Base? Ich habe eine Simoq Pro. Und du? Die hat, wie viel? 24 oder so, ne? Ja, bis mit 25. Also Max, ja. Max 24, ja. Ich habe eine VRS. Ah, die hat 21, glaube ich, ja. Gut, das Ding ist, so viel brauchst du nie. Never. Nee. Ich fahre die auch. Ich fahre die auf 65 und in-game auch nochmal ein bisschen runter. Mhm. Danke an das ist ja eh nur die Kraft, das ist ja, was die im Peak leisten kann. Ich meine. Wenn du so fährst, ist das ja völlig am Anfang. Das dauert dann jetzt aber auch echt ewig. Ich habe immer noch 18 Runden Sprit. Wenn du so fährst, machst du dir auch effektiv. Ich bin jetzt bei 55 Liter, ja. also knapp bei der Hälfte. Das, was ich am Anfang auch gemacht habe, ich hatte ja vorhin noch Clubsport, fand ich.
Ja, ist ja Regen halt, ne? Ja, ja. Kannst halt nicht so viel donnern. Meine hochgeschrauben, also hochgeschraubt. Bin auf 9, dann auf 10, 11 und dann 12. Und bei 12 bin ich jetzt echt zufrieden. 12 ist schon stramm. Ist stramm, aber durch das ich mich jetzt halt so wie rein trainiert habe, geht's. Hm? Aber ich mag mich erinnern, als ich die SimoCube direkt zum Anfang neu hatte, habe ich Tobi gefragt nach seinem Setup, wie er das so eingestellt hat bei der SimoCube. Er fährt auch mit 12 Newtonmeter gefahren und dachte mir so, ja, lieber noch nicht. Weiß hier Kranhaken bei uns vom Team, hier Sören, der fährt seine DD1 auf 100, nee, DD2 fährt er, der hat 100% an der Base. Der Base selber habe ich eben auch 100%. Und in-game, glaube ich, hat der auch recht hoch. Ich glaube, der fährt auf 16, 17 Newtonmeter sowas. Das ist halt schon brutal. Mhm. Da würde ich mir die Arme brechen. Da würd's mich ums Lenkrad drehen. Ich bin mal einfach so just for fun in iRacing 3 Runden mit dem BMW M4 GT3 auf Brands Hatch gefahren. Mit komplett Force Feedback an. Es ist machbar, aber du schwitzt halt instant so hart, weil es wirklich so ein. Das schon. Da musst du Kraft mitbringen. Das war eng. Ja, da musst du echt Kraft mitbringen. Und ich. Ja. Ich meine, am Ende, es ist ja auch gar nicht Sinn der Sache, dass du einfach da dran drehen musst wie so ein Ochse. Nein, du machst, also du verschleißt halt dann auf jeden Fall die DD. Ja, eben. Das ist ja, das wäre ja so, wie wenn man auf 70 Minuten sich ein Auto kauft, vielleicht sogar 75. Immer voll ausdrehen. Kannst du das nochmal wiederholen, Basti? Sorry. Nee, war an Chibi Vincent gerichtet. Oh, okay. Aber die Erstens werden sicher 70 Minuten auffahren können, wenn nicht mehr. Na, wenn du jetzt noch 18 Runden hast, kannst du ja noch länger fahren als 70. Ja, 75 kann man mit Map 2 sicher fahren. Ja. Danke an euch. Frage also das vor, sind ja 17 Runden, sind ja dann eigentlich 34 Minuten. Ja. Möchtest du das voll ausreizen? Würde ich machen, ja. Okay. Ist halt, also die Reifen werden jetzt immer besser. Ja. Und ich weiß nicht, wie viel die Schaden genommen haben, dadurch, dass die am Anfang überhitzt haben. Sonst verschleißen aber normalerweise Regenreifen noch nicht, da kann man die fast schon doppelt stinten. Würde ich jetzt nicht machen, aber deswegen eigentlich immer voll den Tank leer fahren. Okay. Und dann hast du über die Renndistanz halt weniger Stops. Ja. Ja, wird ja sein können, dass du dich nicht fühlst oder so. Oh nö. Das oder passt. Dass du was anderes vorhast. Gut. Hä? Achso, oh, nevermind. Der E-Box, das kann ich dir nicht antun, dir das zu zeigen. Was denn? Ja, hier Kranhaken bei uns im Team. Also der die das Force Feedback so brutal hochfährt. Oder habt ihr euch mit den Reifen vertan oder was ist los? Was mit dem? Der isst auch Pizza mit Chicken Nuggets drauf. Oh yo. Der hat bei uns im Discord mal das Bild gepostet davon. Der hat Frizzy hat direkt interveniert. Der hat eine Intervention gedrückt so von wegen, das kannst du nicht essen, Krani. Warum denn? Das nicht? Macht man nicht. Das ist nicht gut. Warum denn nicht? Er hat eine Pizza mit Nuggets drauf? Ich weiß ja nicht. Machen kann man es, ist bestimmt sau lecker. Alleine. Es wird auf jeden Fall ein Italiener dafür sterben müssen. Gemutmaßt, dass er das Herzinfarkt macht oder nicht. Weil er das nicht ertragen kann. Da, ja, das ist auf jeden Fall. Frage. Danke dir, Niklas, für den Sub. Bei Chicken Nuggets auf Pizza, da... Das war immer noch kein Track Limit. Da sagt dein Körper so, let's go. Ja. Aber er hat ja, ich glaube, die andere, die war noch schlimmer. Das war eine Pizza. Upsi. Da war noch Dönerfleisch drauf, Spaghetti und Salatsauce. Und Paul fährt tatsächlich die 24 Dönerfleisch Stunden alleine, meinte Schibi gerade. Salatsauce, okay, ist jetzt nicht so mein Grind, aber warum noch Spaghetti? Keine Ahnung. Für die Kohlenhydrate so extra Boost. Also ich meine, ich empfinde das jetzt nicht als schlimm. Nee, ich würde es nicht essen. So. Ich würde mir andere Sachen draufklatschen. Ich bin ein großer Fan von Pizza Frutti di Mare.
Tatsächlich, ich auch, ja. Esse ich auch sehr gern. Aber es muss eine wirklich gut gemachte sein und du kannst auch überall eine Frutti di Mare essen, weil... Also nicht beim indischen Lieferdienst, da würde ich es eher nicht machen. Ja, jetzt auch wirklich nicht bei jedem Pizzaiolo, weil die Meeresfrüchte müssen schon gut gelagert sein, das muss auch schon gute Qualität sein, weil ich hatte es leider schon zwei, drei Mal. Dann kriegst du irgendwie so billig Meeresfrüchte und am nächsten Tag sagt sich der Pott auch so, ne, schon lange hier drauf. Ja. Ja, so eine schöne Fischvergiftung, macht Spaß, ja. Nicht so geil. Wie steht ihr zu Ananas auf der Pizza? So, das ist mein Stichwort. Ich gehe kurz aufs Klo. Na, wieso denn das? Weil gleich kommt die Frage, Pfirsich, Eistee oder Zitrone? Beides lecker. Das ist die Grundsatzdiskussion immer. Also, das muss ich sagen, habe ich noch nie verstanden. Diesen Clinch zwischen Eistee und Pfirsicheistee. Beides. Ich mag beides super gerne. So. Das kommt gerade übelst auf die Tagesstimmung drauf an. Habe ich jetzt Bock auf Zitrone oder Pfirsich? Ja, okay, gut. Bei der Diskussion, Nutella mit oder ohne Butter, das da funktioniere ich nicht ganz klar. Das, ich wusste sofort, dass das jetzt auch noch kommt. Nutella mit oder ohne Butter. Wollen wir darauf eingehen oder wollen wir das sein lassen? Ich halte mich da raus. Ich halt mich bei Ananas auf der Pizza bin ich auch so zwiegespalten. Oh, das Problem ist, ich habe halt Früchte auf salzigen oder so warme Früchte auf salzigem gar nicht gerne. Deswegen, ich fühle es null. Gut, ich bin auch nicht so ein Ananas-Fan. Räucherlachs mit oder ohne Senf-Dill-Soße? What? Jetzt wird's wild. Oha. Ananas oder Mango gehören ins Curry, nicht auf eine Pizza. Mhm. Cuseo hat gerade auch ein starkes Statement gepostet. Wenn Nutella ohne Butter isst, frisst auch Kinder. Oh, kleine Kinder. Okay, ja, da haben wir auf jeden Fall jemanden, der gerne mit Butter. Also absolut. Ich enthalte mich, ich habe meine klare Meinung. Ich setze das auch immer konsequent um. Und ich glaube, ich habe es sogar ein paar Mal erwähnt. Also die Leute dürften wissen, auf was ich mehr fühle. Also ich kann beides essen, wenn es mal schnell gehen muss. Jetzt verrate ich schon zu viel. Also bei mir im Chat kam jetzt gerade noch auf, hier bei Nutella ist doch ganz klar, weder Butter noch ohne. Da kommt Creme Fraiche drunter und gib ihm. Okay, jetzt wird's richtig. Also okay, das Ding ist, ich will es nicht judgen, weil ich habe es nie probiert. Aber es klingt irgendwie schon... Oh Mist, sag mal gute Besserung. Das klingt nicht so nice. Wenn es eine neutrale Creme Fraiche ist, kann es schon geil, glaub ich, sein. Soll das jetzt natürlich keine irgendwie mit Basilikum oder Schnittlauch nehmen? Ich glaube, das wäre weird. Basilikum! Jawohl. Basilikum Chili Creme Fraiche mit Nutella. Los geht's. Dann streichst du dieses Brötchen mit diesem, ja. Und dann guckst du in den Spiegel und sagst so, ich bin abartig. Oh Gott. Burger mit Gurke oder ohne? Nächste Frage. Das sind doch schon wieder so Mitternachtsthemen eigentlich. Eigentlich schon, ja. Wir haben erst 3 Uhr Nachmittag. Ja. Die Leute sind schon depressiv, weil es so dunkel draußen ist. Was sollen heute Nacht überhaupt noch kommen für Themen? Sag mal, die anderen werden aber auch langsam. Das kann nicht mehr besser werden jetzt. Das ist das Problem. Der Regen, der zunimmt. Warte. Oder liegt das jetzt an mir? Die anderen lassen auch ein bisschen nach im Tempo. Also du bist weiterhin der schnellste Onstrich. Okay. Dann ist gut. So, wieder da. Entschuldigung, hat kurz nachgefragt wegen der Pace der anderen. Da waren die BMW gerade wieder. Unsere Freunde. Mhm. Die BMW-Wus. Tom, eher die Frage, Gurke mit Burger oder ohne? Gott, schneidest dir so Gürkchen auf und packst Burger rein, let's go. Das geht bestimmt gut. Was mussten da für riesen Gürkchen haben, um Burger rein? Wird doch gefühlt rutschiger. Kannst ja der Länge nach aufschneiden. oder Fivehead, du schneidest dir so Scheibchen und klebst sie so zusammen mit Kleber. Machst das ist auch gut, ja. Dann nochmal kurz zurück zu den beiden M4s. Fährst du gerne GT4s, Boris? Und wenn ja, welchen fährst du am liebsten? Uff.
Also, GT4 muss ich Bock drauf haben am Tag. Mhm. Und wenn ich fahre, fahre ich den KTM mega gerne. Oh, okay, ja. Nice. Weil der KTM irgendwie so Go-Kart-mäßig fährt, ich mag das. Mhm. Ja, das ist geil. Weil ich persönlich bin ein riesen GT4-Fan. Ich liebe die GT4s. Aktuell die einzige Sprint-Season, die ich auch fahre, ist eine GT4-Saison. Und mein biggest favorite ist der BMW aktuell. Mhm. Seine Racecraft hat absolut Stronges. Also, weil Überholen ist mit dem halt relativ gut geregelt. Das stimmt, ja. Bleibt in der Kurve dran und dann nutzt die Geraden. Und wenn du halt, also M4 ist nicht einfach zu fahren, du musst halt wirklich viel Trailbreaken. Ja. Wenn du das halt drauf hast, dann geht da gut, selbst auf Strecken, wo er nicht so flott sein sollte. Und sonst, was ich nicht auch noch liebe, ist die Ginetta. Ja, Ginetta macht auch mega Spaß, ja. Weil die Ginetta fährt sich wie so ein kleiner GT3. Das ist halt richtig geil. Du merkst so richtig gute Aerodynamik, sehr gutes Getriebe, gute Bremsen. Das Einzige, was sie halt da gemacht haben, um die Ginetta zu boppen, weil sie sonst je nachdem zu stark wäre, die haben das Getriebe bei 240 abgeriegelt. Also der sechste Gang ist sehr, sehr kurz. Ja. Und wenn du da GT4 Monster fährst oder so, wirst du einfach nur gefressen auf den Geraden. Ja, oder zum Beispiel Bathurst Berg runter. Ja. Richtig bitter. Richtig bitter. Halt vor dem Rechtsknick runter bist du schon auf 240 und fährst im Limiter. Ja. Das ist halt fucking sad. Ja, Mortal meint ganz nach meinem Geschmack die GT4 Lieblingsautos von Remo. Ja. Sehr gut. Aston Mortal ist unser GT4 Boy. Aston bin ich auch sehr großer Fan von. Aber generell, ich habe angefangen in der CC mit Aston Martin. Mhm. Vor, wann war das überhaupt? Anderthalb Jahren? Nee, bald. Zwei Jahren? Zwei Jahren. Ja. Du wieder da. Hallo. BB. Servus, Steve. Overly, moin, grüß dich. Ich muss jetzt auch ganz kurz meine Katzen füttern. Die haben gerade schon den Napf runtergeworfen. Ja, mach das. Das war das Zeichen. Meine machen beide mal schlafen. Bis gleich. So. DC? Ja. GT4, ja oder nein? Noch nie wirklich ausprobiert. Okay, gut, dann ist das natürlich schwierig. Aber findest du grundsätzlich GT4 ist cool oder generell auch so Multiclass-Formate? Ja, schon. Nice. Ja, ich finde es auch übelst. Ich bin mir noch nie wirklich aktiv GT4 gefahren, ehrlich gesagt. Moin, Burschi. Ich habe gerade so überlege, ein GT4, der dir am besten passen könnte, wäre eigentlich der Maserati. Aha, okay. Mhm. Ist sehr einfach zu fahren. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, der ist so einfach zu fahren, hat nicht mehr Traction Control und hat auch keine ABS. Ja, doch, der könnte mir liegen, ja. Ist eine gute Idee. Ist eine witzige Story, weil das Team hat sogar, als es noch gefahren ist mit dem Maserati, in Real Life die Rennen ausfahren lassen, wenn es geregnet hat. Doll. Weil ohne ABS bist du dann je nachdem erstmal gerade ausgefahren. Ich habe keine Ahnung, was GT2 ist. Ich habe mich damit noch nie auseinandergesetzt. Ich weiß, dass du das jedes Mal fragst, Nick Max, aber ich weiß nicht, was GT2 ist. Soll ich es dir kurz erklären? Ja. Okay, also die GT2 ist angesiedelt zwischen der GT4 und der GT3 von der Pace her. Ein bisschen verwirrend, weil es GT2 ist. Man eigentlich denkt, es ist höher als die GT3, so wie es früher war. Aber die GT2 sind im Endeffekt seriennähere Rennwagen. Das sind Audi A8, Lamborghini Huracan, also so ein bisschen die Fahrzeuge, die es hier in der GT3 gibt. Ja. Einfach ein bisschen weniger Aerodynamik und mehr Serienbauteile, damit die Kosten niedriger gehalten werden für die Teams. Das ist so der Sinn dahinter. Ah ja. Und ich muss gerade überlegen, es gibt aktuell Hersteller, Ferrari mit dem 488, Lambo mit dem Huracan, Porsche mit einem 991 ist das. Ich kenne mich da bei Porsche nicht so gut aus. KTM mit dem 9 XP
X-Bow? Heißt der X-Bow? Heißt der X-Bow? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, der KTM, ja. Genau, und Audi mit dem A8. Die sehen alle sehr, sehr cool aus und sehr, sehr futuristisch. Okay, nice, das ist gut zu wissen. Wieder da. Die ja, 3 fährt wohl 65 Minuten Stints nur. Hat gerade jemand im Chat geschrieben. Okay, das klingt sehr interessant. X-Bow GT2, perfekt. Das kann ich dir sagen, wenn er reinfährt. Ich beobachte das gerade. Also draußen ist er noch. Seit ja, ja, klar. Und er hat dann noch ein paar Minuten. Ja. Steve, ich denke nicht, Grund dürfte Lizenz der SRO sein, weil das Spiel oder die SIM-ACC ist ja noch lizenziert durch SRO. Und das Höchste, was die SRO bietet, ist GT3. Also es gibt nichts drüber, was sie noch anbieten an Championships. Es besteht aber tendenziell noch die Möglichkeit, dass viele Strecken reinkommen könnten. Vermutungen liegen ja immer noch nahe für die ganzen amerikanischen Strecken, die sie in der Championship anbieten. Die ganzen asiatischen Strecken. Europa haben sie auch noch nicht komplett abgegrast. Es gibt auch noch ein, zwei Optionen. Und auf jeden Fall noch viele andere Klassen können sie bringen. Es gibt ein paar Touring Car Championships, die sie noch haben. Ich glaube, eine Formel 4 haben sie auch. Wie gesagt, die GT2, den neuesten Super Trofeo, den neuesten Ferrari Challenge. Gibt es noch vieles, aber GT3 dürfte in ACC das höchste bleiben, was es gibt, weil die SRO nichts Höheres anbietet. Und auch generell im GT-Sport wird nach diesem Jahr auch GT3 die höchste Klasse sein, weil die GTEs werden komplett verschwinden. Also die IMSA wird kein GTE/GTLM mehr anbieten. Für Regen finde ich da den Shortlift vielleicht gar nicht mal so schlecht. Die European Le Mans glaube auch nicht mehr. Auch in Le Mans selber nichts. Also die WEC auch. Das wird alles auf GT3 umgestellt. Einfach bezüglich der Kosten. GDE kostet halt mal locker flockig 800.000-900.000. GT3 kostet dich, je nachdem welchen du kaufst, 300.000-500.000. Das war kein Cut. Okay. Ja, gerne, Steve. Das war kein Cut, also wir haben immer noch keinen Cut. Doch, einen haben wir schon. Einen haben wir schon? Oh. Einen haben wir. Okay. Oder einen hat Basti schon reingezogen vorne. Ja gut, wundert mich auch nicht so, wie er die Schikane fährt. Sind wir mal ehrlich. Da müsst ihr dann lediglich drauf aufpassen, wenn es dann soweit kommen würde, Chancen stehen sehr gering, dass es trocken wird, dass es nicht genau so macht, weil dann ist safe ein Cut. Jo. Ja, auf jeden Fall. Da kommt dann an, hat er keinen Cut? Okay. Ja, dann haben wir noch gar keinen Cut, gut. Okay, dann kann er ja noch mehr drüber jeden. Einfach mal Anlauf nehmen. Dann war, weil er vorhin sagte, er hat einen Cut. Aber dann wird es wahrscheinlich nur eine Dings gewesen sein, Verwarnung. Was wären eure 5 Lieblingsstrecken? In ACC oder komplett weltweit alles mit einbezogen? Ja gut, das wollte ich gerade sagen. Was, Fry, definier mal, ja, also alle? Oder nur ACC? Die noch ins Spiel sollten. Die noch rein sollen? Also, boah. Ja doch, hätte ich... Also bei mir wäre das definitiv Road America, Watkins Glen, Hockenheim, die Nordschleife. Man kennt's. Die Nordschleife. Die Nordschleife. Und, das waren jetzt 4, oder? Mhm. Ja. Sebring. Good call. Also ich bin fast identisch zu dir. Road America, Road Atlanta, also Petit Le Mans, fahren die da ja. Mhm. Wie gesagt, die Nordschleife unbedingt. Unbedingt. Sebring, ja, auf jeden Fall. Und
Was nehmen wir noch als fünftes? Ich will überlegen, weil noch was, noch mal was aus dem Amiland will ich nicht nehmen. Ich habe schon drei genannt. Es bleibt regnerisch, Scarab. Also Wetter verändert sich jetzt erstmal nicht. Boah, das könnte ich als fünfte Strecke nehmen. Gibt ja noch ein paar Optionen. Ja, ja. Ich bin gerade am Überlegen. Auf jeden Fall keine typische Formel-1-Strecke, weil die sind mittlerweile alle das Gleiche. Ja, das stimmt, ja. Also generell die ganz großen Formel-1-Dinger. Wobei ich sagen muss, Sepang würde ich mich sogar sehen. Die Kartbahn Kerpen. Manicur zum Beispiel, ja. Good call. Ja, Manicur ist auch cool. Sao Paulo wird mir vorgeschlagen. Auch. Good call, good call. Ah, Monaco weiß ich nicht. Ich glaube, Nee. Also Monaco ist geil, ja, aber nicht mit GT3s, glaube ich. Also wenn, dann Macau. Boah. Und dann so ein schönen Pile-Up, wie da in diesem Einrennen, was es da mal schön gab. Wo das ganze Feld in einer Kurve zerlegt wurde. Also komm, ich bleib bei Sepang, Malaysia. Sepang, okay. Ja, die würde ich auch. Und die wird sogar eine... in der Asian Series gefahren. Von der SO. Also die könnte theoretisch wirklich reinkommen, weil ich weiß nicht, Sebring wird glaube ich nicht gefahren, genauso wenig wie Road Atlanta, was sehr schade ist. Sebring wird gefahren. Wird gefahren? Oh, sehr gut. Ja, ja. Sebring wird gefahren in der World Challenge America. Die fahren glaube ich Sonoma. Auch eine sehr, sehr schöne Road America, Watkins Glen, Sebring. Und noch irgendeiner und Kota, genau. Virginia fahren die doch noch, oder? Ja, Virginia auch, genau, ja. Oh, Portimao, auch ein Good Call. Portimao finde ich auch nice. Montreal auch, ja. Montreal ist eine Formel-1-Strecke, die man bringen könnte. Möchtest du jetzt noch die 5 einloggen oder bist du noch nicht fertig? So. Ich logge ein, Road America, Road Atlanta, Nordschleife. Sepang und Sebring. Ja, die 5. Gut. Uff. Interlagos, Daytona, Road America, und mehr wünsche ich mir eigentlich gar nicht. Und die Nordschleife. Nö. Nee. Ich glaube, diese ist kein Nordschleifen-Fan. Ja, also was heißt kein Fan? So ist, also ich bin zu spät gekommen für den Kult. Ja, für die Nordschleife ist es nie zu spät. Ich war bis vor 2 Jahren, da ich immer so, ja, Nordschleife war hyped, so cool ist jetzt auch wieder nicht. Dann haben mich 2 Kumpels an die Nordschleife gezogen schon fast, oder hingezerrt, dass ich da die Marshall-Ausbildung mache und jetzt auch seit 2 Jahren dort Marshall bin. Und ja, ich war einmal da und ich bin verliebt. Spielberg würde ich auch noch nehmen und Portimao nehme ich auch noch, glaube ich. Also Portimao, Spielberg, Interlagos, Road America und Daytona. Ich habe noch 7 Runden. Das ist eine geile Wahl. Top. Daytona wäre wirklich cool. Das 24er fahren. Mhm. Deswegen, das Problem ist halt, ja gut, Daytona ja, aber es gibt halt nur eine Klasse dann in-game, die dort auch wirklich fährt. Und das ist die GT3. Ja, das stimmt, aber dann können wir so ein bisschen sein eigenes Ding machen, halt wirklich so GT3, die Support, also die Cups und die GT4s. Nee, Le Mans fühle ich mit dem GT3 überhaupt nicht, Chomsky. Nee, jetzt auch. Ein Le Mans, dann brauchst du auch wirklich Prototypen oder jetzt die neuen Hypercars oder so, dann macht das auch Sinn. Von dem her wäre halt wirklich die Nordschleife am geeignetsten für so eins der größten Rennen, weil die Topklasse auf der Nordschleife ist die SP9, also GT3. Mhm. Und alles andere, was hier im Spiel schon drin ist, gibt oder fährt da auch. GT4s, die Porsche Cups, Super Trofeo könnte auch antreten, fährt aber keiner. Jo. Das wäre auf jeden Fall nice. Ja. Wird nur leider ein Wunschtraum bleiben.
Ja, außer die SAO steigt irgendwann mit dem ADAC gemeinsam ein und sie veranstalten das Ding. Dann könnten sie vielleicht die Lizenz holen. Vielleicht. Also es ist ja eh, ich glaube, das ist die meistgewünschte Strecke überhaupt. Ja. Und ich denke, Kunos wird sich da selbst schon Gedanken drum gemacht haben. Und wahrscheinlich hat die SAO gesagt, nee, versucht's gar nicht erst. Die Schleife oder was? Wegen hier Lizenzverträgen und was weiß der Geier. Ist ein offizielles SAO-Lizenzgame. Ey, das würde, also, das würde einfach jedes Wochenende 24 Stunden Nordschleife stattfinden. Fürs nächste Jahr wird nur noch... Wahrscheinlich, ja. Ja. Okay, dann tschüss, machen wir das so. Es könnte auf jeden Fall eine NLS-Serie geben und ich hätte da auch auf jeden Fall mega Bock drauf in der CC. Oh ja. Werde ich richtig Bock drauf. Da sehe ich mich in meinem M4. Ja, jedes Wochenende 4 Stück an einem Samstag, ja. Das würde ungefähr stattfinden. Das wäre aber wirklich so, glaube ich. Ja, natürlich wäre das so. Aber ganz am Anfang, wenn die Strecke reinkommt, dann kommt von der Community das Gebattle. Wer veranstaltet zuerst? Ja. Oh ja. Aber das wird sowieso die Community sein, die halt weiß, dass es früh genug da ist und dann... Und schon vorplanen kann, ja. Genau, und vorplanen kann und dann findet das statt. Also spontan 24er zu organisieren ist nicht. Wird LFM umgebaut? Sollten andere Klassen wie GT2 kommen? Also tatsächlich, wenn Kunos noch eine andere Fahrzeugklasse bringen wird, dann werden wir dazu sicher auch eine Daily-Kiste mit anbieten. Ich glaube, wir haben mittlerweile eine Playerbase, die groß genug ist, um sicher auch Leute anzulocken, die einen Porsche Cup oder sonst was fahren würden. Basti? Basti? Jo? Keiner von den beiden hinter dir ist reingefahren, also die werden wahrscheinlich doch so lange draußen bleiben und keinen 65 Minuten Stint machen. Okay. Nur, dass du es mal gehört hast. Jo, perfekt. Ansonsten, P3 fährt aktuell 2,8er Zeiten und P2 2,9 tief. Im Schnitt, nur dass du es auch mal gehört hast. Okay, naja. Und Abstand ist 11 und 12 Sekunden, 12 und 13, meine Entschuldigung. Gut. Wie er diese Schikane nimmt. Ich glaube, ich bin da noch nie so drüber gefahren. Einfach nicht existent, die Schikane. Nach hinten haben wir 12 Sekunden. Was wird Tesla aus unserer Sicht irgendwann im Rennsport eine Rolle spielen? Tesla? Das liegt ganz in den Händen von Tesla. Also, wenn die auf einmal die Motivation haben, dann ja. Aber wenn sie sagen, sie konzentrieren sich wirklich nur auf die Automobilindustrie in Form von PKWs, dann nicht. Also, ich glaube nicht, dass Elon da reingeht. Also ich sag mal so, generell Elektroantriebe werden sicherlich irgendwann im Motorsport den Einzug halten. Es gibt, glaube ich, jetzt sogar schon eine GT Electric Serie, die so in der Testphase läuft, soweit ich weiß. Also es wird irgendwann so kommen. Ob es jetzt wirklich elektrisch wird oder was weiß ich, Wasserstoff oder sonst ein alternativer Antrieb, aber die Verbrenner werden sicherlich komplett aussterben, auch im Motorsport. Das eben glaube ich nicht. Bist du sicher? Ich persönlich habe die Hoffnung, dass das alles irgendwann koexistiert. Und zwar der Verbrenner läuft dann nicht mehr so klassisch wie heute jetzt mit Benzin, etc., sondern eben mit synthetischen Treibstoffen, die CO2-neutral sind. Und da freue ich mich sehr darüber, dass die Formel 1 jetzt auf E-Fuel, also eben halt synthetischen Treibstoff, zurückgreifen will. Mhm. Und sozusagen den Vorreiter bildet, weil Motorsport ist ja immer irgendwo ein Vorreiter für irgendwelche Technologien. Ja. Und dadurch würde halt der Verbrennermotor nicht aussterben, aber du kannst halt beides, du kannst halt alles anbieten. Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn Leute sagen so, nee, es darf nur Verbrenner geben oder es darf nur, keine Ahnung, von mir aus Wasserstoff geben oder nur Elektro. Lass doch einfach mal alle drei Konzepte einfach miteinander leben und weiterentwickeln und
Dann kann jeder beim Autohändler, wenn er sich ein Auto kaufen will, sagen, hey, ich habe Bock auf ein leises Auto, ich gönne mir ein Elektroauto. Dann ist das cool. Und jemand anderes, der aber gerne auch immer einen Verbrenner haben möchte, kann dann mit seinem synthetischen Treibstoff trotzdem die Umwelt nicht zusätzlich belasten. Ja. Weil Elektroauto ist ja zum Beispiel aktuell jetzt auch noch nicht das umweltfreundlichste, was es gibt. Das ist korrekt. Das heißt, ja. Herstellung von einer Batterie, Vernichtung von einer Batterie. 26,9 waren die Drücke, mit denen ich losgefahren bin, oder? Woher kommt der Strom überhaupt? Richtig. Okay. Also, das Konzept ist ja noch lange nicht perfekt. Es kann auf jeden Fall funktionieren, wenn man dran bleibt. Man guckt die Verbrennermotoren an von 1920 und heute. Sind schon deutlich besser geworden, was. P3 ist jetzt in der Box rein, nach 33 okay. Runden. P2 ist aber noch mit dir draußen. Ja. Willst du so eine Infos haben? Also brauchst ja, du... ja, gerne, gerne. Okay. Genau. Das ist auch Problem. Und dann kommt noch ein bisschen Lobbyismus dazu und sonstiges. Das ist. Aber das, ja, da stecken wir nicht drin, wir müssen uns da überraschen lassen, was passiert. Ne? Ja. Eben, also ich weiß genau, dass eben halt auch die Politik daran nichts rudern will, dass es mehrere Alternativen gibt, sondern immer nur diese eine. Leider sind auch gewisse Hersteller voll dahinter. Also es gibt genug, die pushen aktuell ihr reines Elektro, ihre Elektrosparte zu so hart und lassen die Verbrenner eigentlich komplett fallen. Ja. Obwohl sie einfach mit beiden Geld verdienen könnten, wenn sie es clever machen. Aber ich verliere trotzdem die Hoffnung nicht, dass wir vielleicht noch an einen Punkt kommen, wo es bei den Menschen, die das wirklich in der Hand haben, auch Klick macht. Abwarten. Ich kann es nur hoffen. Wäre schön, aber da müssen wir echt. Das ist, ja. Es ist. Ich kann es nur immer wieder erzählen. Ich hatte damals. Ich habe einen Diesel im Moment und als dieser Dieselskandal aufkam damals. Das war das beste Beispiel. Habe ich von der Bundesregierung einen Brief bekommen. Also, dass ich ja, dass hier in der Region hier diese Schadstoffausstoßgrenze, bla bla bla, dass ich mit meinem Diesel halt hier in gewissen Bereichen nicht mehr fahren dürfte. Und ich sollte mir doch überlegen, mein Auto abzustoßen und mir ein Elektroauto von VW, Mercedes oder BMW, also alle deutschen Hersteller, von denen ein Elektroauto zu kaufen. Das ist der Originalbrief von der Regierung. Das siehst du doch schon, wo es eigentlich hingeht. Hey. Das ist richtig heftig, ja. Die haben direkt empfohlen, geh doch mal zu Mercedes, Audi, VW, sonst was und kauf dir da mal ein Elektroauto. Aber die wissen doch, woher der Strom kommt. Und ich meine, Strom aus dem Atomkraftwerk ist vielleicht noch immer nicht optimal, aber das Atomkraftwerk ist aktuell die beste Übergangslösung, die der Mensch hat, bis wir komplett auf erneuerbare Energien umstufen können. Aber wenn halt der Strom aus dem Kohlekraftwerk kommt, dann kannst du es eigentlich auch direkt sein lassen. Ja. Also da spielt es dann halt wirklich keine Rolle, ob du jetzt ein Diesel, ein Benziner oder ein Elektroauto fährst. Aber es ist das ist so ein Thema, da könnten wir wahrscheinlich eine ganze Woche on Stream drüber diskutieren. Ja, das auf jeden Fall. Ja, also jahrelang könnten wir darüber diskutieren, das ist richtig. Ja, das stimmt auch wieder, Skarab, aber welcher Bau verbraucht heutzutage nicht viel CO2? Ich glaube, boah, gute Frage. Der Motorsport dadurch teurer wird? Ja und nein.